Heute geht es los mit dem Spooktober und heute beginnen wir mit meiner Halloween-Leseliste. Und wenn euch interessiert, was ich mir für den Halloween alles vorgenommen habe, dann bleibt unbedingt dran, dann sehen wir uns jetzt gleich im Video. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und im Oktober dreht sich alles um Grusel. Wir steuern auf den Herbst, also wir sind schon mitten im Herbst und wir steuern auf Halloween zu. Und deswegen wird es diesen Monat den Spooktober geben. Das heißt, es gibt nur Videos über gruselige Bücher, es gibt Bookhauls, es gibt Buchempfehlungen, es gibt Subleichen, aber es dreht sich wirklich alles nur um gruselige Bücher oder Bücher, die mich vor allem gruseln. Und ich würde sagen, wir starten direkt heute mal mit meinem Want to Read für Halloween oder für den Oktober. Denn es ist ja schon so, dass ich ja eigentlich schon länger keine Leselisten mehr gemacht habe, weil ich mich ja sehr mit dem Subabbau beschäftige, insbesondere der Rache des Subs. Die Rache des Subs macht jetzt aber erstmal Pause. Ich weiß, ihr guckt die unglaublich gern. Ich gucke sie bei anderen YouTubern auch wahnsinnig gerne. Aber ich mache die ja auch wirklich, um die Stapel dann auch mal abzuarbeiten. Und die Rache des Subs ist jetzt nicht aufgehoben, nur aufgeschoben, bis ich mit dem Lesen wieder so ein bisschen hinterhergekommen bin. Und dann geht es natürlich weiter. So. Jetzt fange ich direkt mal an mit den Büchern, die ich mir für den Oktober vorgenommen habe. Und zwar sind das 6 Bücher an der Zahl und ich freue mich jetzt sehr, euch die vorzustellen. Und zwar geht es jetzt im Oktober los mit Beste Freundin, Niemand lügt so gut wie du von Claire Douglas. Ich habe von der Autorin schon 1, 2 Bücher gelesen, die mich ganz gut begeistert haben. Und hier klang der Klappentext einfach mal wieder richtig interessant, dass ich gesagt habe, okay, das brauche ich jetzt unbedingt. Habe mir das dann, ich glaube, bei Rewe mal mitgenommen. Und jetzt wird es im Thriller-Lesegruppe bei Facebook gelesen in der Leserunde und ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt in den Spooktober reinpasst, aber ja, es ist ein Thriller und Thriller passen für mich wie die Faust aufs Auge, um mich so ein bisschen zu gruseln und deswegen muss es hier mit rein. Und hier geht es nämlich um 2 beste Freundinnen, Jess und Heather, und ja, die waren schon immer beste Freundinnen, sie teilten alles miteinander, bis ein einziger Tag ihre Freundschaft zerstörte. Und Jahre später kehrt Jess in die idyllische Heimatstadt zurück. Dort soll sie die Berichterstattung zu einem brutalen Doppelmord übernehmen. Doch als Jess erfährt, dass Heather die Hauptverdächtige ist, ist sie fassungslos. Kann ihre beste Freundin, ihre ehemalig beste Freundin, eine eiskalte Mörderin sein? Und ich muss tatsächlich sagen, mich interessiert jetzt nicht mal so sehr, ob jetzt die Freundin, Ex-Freundin, eine eiskalte Mörderin ist, sondern mich interessiert vor allem das Geheimnis von damals. Was ist denn passiert? Ich liebe ja Geheimnisse und ich liebe die Vergangenheit aufzuarbeiten in Büchern. Und was ist denn da so Schlimmes passiert, was die beiden auseinandergetrieben hat? Das würde mich interessieren. Weil es steht Thriller drauf, also wird auch Thriller drin sein. Und ich bin sehr gespannt auf die Leserunde. Dann, kein Spooktober, kein Halloween Want to Read ohne den Fester Verlag. Und deswegen habe ich bewusst mal zu einer Subleiche gegriffen. Es wird jetzt endlich Zeit. Ich werde das im Oktober lesen und ich bin richtig hyped drauf. Und zwar Rituelle Menschenopfer von C.V. Hunt. Ja, hier geht es um ein Pärchen. Die sind schon länger verheiratet. Jo, genau. Und Nick hat eigentlich keine Lust mehr auf diese Ehe und will seine Frau Eve um die Scheidung bitten. Doch Eve ist schwanger. Und sie teilt ihm das auch mit. Und er ist richtig wütend, denn wie kann diese Frau, er beleidigt sie jetzt hier auch Hintergrund, also wie kann diese böse Frau, einfach schwanger von ihm werden. Und er sagt, nö, also das lässt er sich einfach nicht bieten. Und ich meine, er entführt sie
Er kauft in einem kleinen Kaff ein Haus weit weg von Familie, Freunde und Kollege und dort wird Eve ihm ausgeliefert sein. Und ich bin richtig gespannt, was hier passieren wird. Ich glaube, es wird richtig heftig. Ich glaube, es wird gruselig und ich bin mal gespannt, weil ja, schwangere Frauen, mal gucken, ob ich das so abpacke, aber eigentlich trifft ja fast nichts, komme ich ja mit fast keinem Buch an meine Grenzen und deswegen gucken wir mal, was uns hier erwartet. Interessant finde ich, dass hier ist ja ein Pentagramm abgebildet. Ja, fokussier doch mal. Und wenn ihr das sehen könnt, dieses Pentagramm, das ist von einem Kleiderbügel bestückt und hier unten um das Cover sind lauter kleine Embryos abgebildet. Deswegen, ich glaube, es wird richtig, richtig heftig. Ja, und diese Embryos sind auch in jedem Stadium der Schwangerschaftswochen, also von ganz mini bis schon ziemlich, ziemlich groß. Und ich glaube, ich werde richtig mitleiden, weil wenn ich mir denke, schwangere Kleiderbügel, oh mein Gott, heftig. Ja. Heftig geht es weiter mit einem Buch, das ist jetzt letzten Monat erst bei mir eingezogen. Und zwar hatte ich das im Tauschpaket drin von der lieben Annika. Und zwar von Michael Schmidt, 760 Minuten Angst. Und hier geht es um Bekannte, fünf junge Leute, die bekommen eine Einladung zu einer Schnitzeljagd. Und diese Schnitzeljagd, die läuft nicht so ganz so toll ab, wie man sich die vorstellen kann. Und ja, Annika fand das Buch echt cool. Und deswegen nehme ich mal an, dass mich das auch sehr unterhalten wird. Mich interessiert jetzt mal, ob das so wie eine Art Escape gemacht wird oder geschrieben ist. Escapes sind ja gerade ziemlich in. Wobei das Buch jetzt auch keine Neuerscheinung ist. Ich glaube, das ist schon eine Weile auf dem Markt. 2013 war jetzt die erste Auflage. Vielleicht ist es trotzdem so aufgebaut. Man wird es erfahren. Ich bin auch sehr gespannt, ob ich mich so mit ängstigen kann oder ob ich es dann mehr so amüsant finde, ob es eher realistisch ist, ob es sehr blutrünstig ist, wie diese Schnitzeljagd sich gestalten wird. Und ja, kann interessant werden. Definitiv. Ja. Ja, für mich ist ja immer auch der Horror, wenn es irgendwie um Kinder geht, einfach weil ich selber Mama bin und das gruselt mich total und das ist für mich auch die nackte Panik und ja, und ich gehe ja gern beim Lesen an meine Grenzen und deswegen habe ich mir ausgesucht für den Oktober von Samantha King, Sag, wer stirbt. So viel steht hier hinten auf dem Klappentext gar nicht drauf, außer eine Mutter von Zwillingen, die bekommt an ihrem 10. Geburtstag ja, so eine Mitteilung, dass sie sich entscheiden soll, wer von den Kindern sterben soll. Also eins darf leben, eins muss sterben. Und nee, ein maskierter Mann steht sogar vor der Tür und fordert sie heraus und sie muss sich da entscheiden. Und ja, welches Kind wählst du? Das finde ich so furchtbar. Egal, ob du jetzt Zwillinge hast oder ein kleines Kind und ein älteres Kind. Das ist so eine furchtbare Entscheidung. Und ich wüsste, ich könnte mich gar nicht entscheiden. Was macht man denn da? Ich habe schon, seit ich diesen Klappentext gelesen habe, überlege ich schon die ganze Zeit, wie könnte denn das laufen? Wie könnte die Geschichte sich verhalten? Wie entscheidet die Mutter? Wie würde ich mich entscheiden? Und deswegen, das muss vom Sub befreit werden. Es kann nicht länger ungelesen da bleiben. Und ja, also wenn das nicht in den Oktober passt, dann weiß ich auch nicht. Jo, dann habe ich noch ein Rezensionsexemplar hier. Das liegt leider schon eine Weile da. Deswegen werde ich es jetzt endlich lesen. Und zwar von Karen Dion, Die Rabentochter. Ich habe von der Autorin schon mal ein Buch gelesen, und zwar Die Moortochter. Das ist hier wieder ausgezogen. Das fand ich okay, war mir aber nicht thrillig genug, beziehungsweise war die Handlung dann ein bisschen anders, als ich sie anhand des Klappentextes erwartet habe. Und deswegen war ich so ein bisschen enttäuscht. Ich habe jetzt hier aber nur gute Meinungen gehört und habe das dann trotzdem irgendwann mal angefragt. Und dann ist es aber immer wieder vom Stapel der zu lesenden Bücher heruntergerutscht. Und deswegen werde ich das jetzt endlich mal in Angriff nehmen, weil das ist auch eine ganz schön düstere Atmosphäre, allein schon von dem Cover her. Und hier geht es um die 26-jährige Rachel Cunningham, die lebt seit 15 Jahren in einer psychiatrischen Klinik in Michigan.
Sie glaubt als kleines Mädchen ihre Mutter umgebracht zu haben und das Bild, wie sie mit einer Waffe in der Hand vor der Leiche steht, lässt sie nicht los. Also ist grausam. Doch die innere Erinnerung trügt und die Wahrheit tötet. Ja, jetzt würde mich halt interessieren, warum ist sie denn in dieser Klinik? Hat dieser Mord stattgefunden? Gibt es eine Leiche? Gab es eine Leiche? Lebt die Mutter vielleicht noch? Oder ist das einfach alles Realität und sie hat ihre Mutter tatsächlich getötet, wurde aber, was ich mir vorstellen kann, wurde aber manipuliert von irgendeinem bösen Erwachsenen und der versucht das Ganze zu vertuschen, indem er sie in die Psychiatrie einweisen lässt. Das wäre so meine Vermutung. Wir werden es erfahren. Ich freue mich sehr aufs Lesen. So, und immer wenn der Herbst losgeht, wenn es auf den Winter zugeht, ich meine, es wird schon kalt, es ist auch jetzt schon kalt, man kann viel Tee trinken, man kann sich einkuscheln. Das ist dann auch so die Zeit für mich, wo es mit Märchen losgeht. Und auch schon eine Weile auf dem Sub liegt bei mir Rot wie Blut, grausame Märchen. Und ich liebe Märchen. Ich bin eine absolute Märchentante und ich freue mich, dass ich mit meiner Tochter auch schon Märchen lesen kann. Und deswegen freue ich mich sehr auf die grausigen Märchen und Sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt hier direkt um die Gebrüder Grimm geht. Ich denke mal, dass es hier um alles geht. Also Schneewittchen ist dabei, dann ist aber auch dabei die Leichenfresserin. Der Froschprinz ist dabei, der verwunschene Frosch. Rapunzel ist auch dabei. Dann das Fürchten lernen, wahrscheinlich von einem, der auszog, um das Fürchten zu lernen wahrscheinlich. Rotkäppchen ist auch dabei, aber es sind auch einige dabei, die mir jetzt gar nichts sagen. Die Frau und der Mann vom Galgen zum Beispiel oder vom dicken, fetten Pfannkuchen. Es sind auf jeden Fall einige Geschichten und es ist ziemlich kleine Schrift, also da so jeden Tag mal so 2, 3 Märchen lesen, immer so eine ruhige Minute, weil das kann man ja nicht am Stück lesen, da muss man wirklich in Stimmung sein. Ja, da freue ich mich sehr drauf. Ja, und ich denke, das sind 6 Bücher. Das ist sehr realistisch, dass ich die dann im Herbst bzw. im Oktober auch lese. Und freue mich da unfassbar drauf. Und jetzt interessiert mich natürlich, was habt ihr euch denn für Oktober vorgenommen? Bleibt ihr bei eurem üblichen Lesegeschmack oder bereitet ihr euch auch schon so ein bisschen auf Halloween vor und versetzt euch so ein bisschen in Herbst- und Halloween-Stimmung? Das würde mich mal interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, wenn ihr wollt, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!